Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von World of Tanks. Diesmal sind wir unterwegs im T40 und auf der Map Highway. So, ich starte mal das Replay. Dazu sei gesagt, das ist noch ein älteres Video. Wie ihr seht, bin ich hier noch clanlos. Und habe auf dem T40 noch die, ich glaube, das ist die High-Level-Kanone. Also die höchste, die es gab, die ich freischalten konnte. Und für mich eigentlich vom Schadensbild her die stärkste und auch von der Schussfolge her. Wird sich aber später ändern im zweiten Video. So, wo tuckern wir hier eigentlich hin? Weil, wie auch schon bei den Videos von meinem Bruder, ich nehme diese ganzen Videos auf, die Replays, suche mir dann schon während ich sie gespielt habe die besten raus und vergesse dann im Nachhinein immer, wenn ich sie dann nachsynchronisiere, was habe ich eigentlich gemacht. Stimmt, hier habe ich mir mein Nest gebaut. Ich habe dann einfach mal gedacht, komm, bastelst du dir einfach deine Deckung, weil irgendwas, ich habe ja das Scherenfernrohr, dadurch habe ich eine große Reichweite, was die Sichtweite angeht, auch wenn jetzt da der T80 vorprescht, um zu schauen, was los ist. Aber wie wir sehen, ich habe mein, also der rote Kasten ist ja der Renderbereich. Alles außerhalb des Bereiches sehe ich gar nicht, selbst wenn es Gegner, wenn es befreundete Einheiten freischalten. Und ich glaube, gelb war Funk, lila war die maximale Sichtweite und blau die ich aktuell habe, durch zum Beispiel das Schienenfahrrohr. So, aber weil ich immer meine, da drüben fährt immer irgendwas hin, gerade in dem Tierbereich fährt er so viel hoch. Dann können wir doch mal ordentlich darüber wirken. Sind hier gut in Deckung. Hab ja zusätzlich noch das Tarnnetz drauf. Problem nur, obwohl der T40 einen recht großen Sichtbereich hat, also Schwenkbereich für die Kanone, reicht er für die Art des, ich sag's jetzt mal ganz gemein, Campens nicht aus. Wo ist er denn? Da ist er. Komm, da stehen. Ach, gehen daneben. Zum Beispiel den Hetzer, der gerade offen war, den sehe ich zum Beispiel nicht, auch wenn ich auf der Minikarte sehe, durch die Funkverbindung zu meinen verbündeten Panzern, sehe ich den nicht, weil der außerhalb des Renderbereiches ist, also kann ich ihn nicht beschießen. Marder, genau das gleiche Spiel, ihr seht, ich sehe ihn nicht, obwohl ich genau in die Richtung gucke, weil der außerhalb des Renderbereiches ist. Der steht irgendwo hinter der Hütte da vorne wahrscheinlich. So, ich versuche mal ein bisschen vorzufahren, um den Renderbereich an den Map-Rand zu bekommen, dass ich ihn beschießen kann. Aber, na, da muss auch beachten, die Entfernung, die man beschießen muss, ne? Also das ist jetzt hier Maßstab von 1000 Meter, also einem Kilometer, die gesamte Map. Also sind das 100 Meter pro Kästchen. Der Typ war jetzt also 500 Meter von mir entfernt, knapp 600 durch die Schräge. Und bis das Projektil da ankommt, dauert eine Zeit. Hallo Hetzer. Ah, kein Schaden. Komm, weiter. Ah, das war das Häuschen im Weg. Die 28. Ach, hat er abgebremst. Bleib doch mal stehen. Höher zielen. Und kill. Der Vorteil an dem T40 ist, dass der T40 der Vorreiter für den Wolverine zum Beispiel ist. Oder für den Jackson oder für die Hellcat. Und der Vorteil dieser Panzer ist, sie haben einen komplett drehbaren Turm. Genau wie jeder andere Heavy oder Medium oder Light Tank auch. Und das als CD, perfekt, dann kann man so eine Camper-Position ordentlich nutzen, man kann sich drehen, ohne das Fahrzeug bewegen zu müssen. Hier will ich jetzt mal gucken, ob hinter dem Haus noch irgendwas ist. Also machen wir das Haus da weg, aber außer dem ollen Bohrturm ist da nichts. Die ollen Silos kriege ich nicht kaputt. Im Prinzip gerade reine Munitionsverschwendung. Jetzt pinkt der Marder da unten rum, dass da irgendwas im Wasser sei, aber da ist gar nichts aufgegangen. Hier muss aber noch einiges rumstehen. Da hinten fehlt noch ein Wolverine, der Marder fehlt noch, die Matilda fehlt noch. Wir haben unser Schadenssoll auf jeden Fall erreicht. Wir haben einen Hetzer rausgenommen aus dem Spiel. Und können nur hoffen, dass unsere Heavies ordentlich was reißen in der Stadt. Da ist er. Komm, bleib stehen. Ja, nicht bewegen. Komm. Das ist zum Beispiel erstens ein Kill und zweitens unser Nachfolger, der Wolverine. Unser Direktor. Bös erwischt heißt aber nicht gekillt. Das war irgendwo anders geschossen. Das ging generell daneben. So.
Machen wir. Der Marder zeigt sich nicht, die Mathilda zeigt sich nicht. Wir stehen 11-10 in Führung und können eigentlich nur hoffen, dass das was wird. Aber es ist noch kein... Es ist noch nicht dieses Herzklopfen oder Herzklopfereignis wie damals bei dem T28, das wir einmal hatten, wo ich dann echt mit wummernden Herzen zu den Händen hinterher da saß und mich tierisch aufgeregt habe, als ich draufgegangen bin, aber doch so geile Momente hatte. Aber so viel kann ich versprechen, das werden wir im zweiten Teil von diesem Video auf jeden Fall haben. Denn dann sehen wir mein bestes Ergebnis zu der Tierstufe und mein bisher höchstes Kill-Ergebnis, seitdem ich wieder hier spiele. Vor einigen Wochen, also für euch vor einigen Wochen, für mich heute, habe ich dieses Spiel gemacht. Hab auch das erste Bildchen von den Statistiken auf Facebook hochgepostet. Mal gucken, muss gleich mal schauen, wie eure Reaktion darauf ist. Habe ich noch gar nicht geschaut. Und... Sexen, der sieht uns nicht. So, hier irgendwo muss der olle Marder rumkrauchen. Das ist natürlich bloß die doofe Frage, wo? Da. Danke, lieber Marder. Ja, noch besser geht's doch nicht. So, der hat auf jeden Fall, bis wir uns gedreht haben, wieder nachgeladen. Hundertprozentig. Da können wir auf jeden Fall von ausgehen. Jetzt ist er nicht mehr nachgeladen und keine Gefahr mehr. So, vierter Kill. Und auch der letzte Kill für diese Runde. Ich sag mal, ordentliches Spiel, 4 Kills gemacht. Den letzten Kill sogar 425 Schaden ausgeteilt. Das ist ein schönes Spiel und das können wir noch toppen. Wir werden es gleich sehen nach den Statistiken und im zweiten Teil des Videos. Also bis gleich. Hallöchen, liebe Freunde, da sind wir auch schon im zweiten Teil von diesem Video zum T40. Ja, Tier 4, TD der Amis. Und wie im ersten Teil auch schon gesagt, ich habe die Kanone in der Zwischenzeit gewechselt, weil mein Brüderchen meinte, die Haubitze-Gun von, oder die Haubitze, müsste es ja auf Deutsch, glaube ich, heißen, ist einiges besser. Problematik ist, das Ding braucht ewig zum Nachladen. Im Vergleich zum Geschütz aus dem ersten Teil. Und sie schießt nur mit HE. Also ich habe einmal die Möglichkeit für High Explosive. Die Möglichkeit für die Hohlladungs-, also die Heat-Geschosse. APCR verschießt das Ding gar nicht. So, damit ist er schon mal ein bisschen was teurer, was die Munitionskosten angeht. Und ich bin hier, wollte eigentlich da hinten so hinfahren, da so. Wie sonst auch immer, hab aber den plötzlich wieder im Hinterkopf gehabt. Wie mir mein Clan doch immer wieder vorhält, dass ich die TDs zu aggressiv, also viel zu aggressiv fahre. Also ganz schnell abgedreht, berghoch, ab hier ins Nest. Und mal gucken, was man von hier aus wirken kann. Weil in der Stadt fährt immer irgendwas drin und eigentlich fährt auch immer irgendwas die Einzahllinie hoch. Das war das, worauf ich spekuliert habe. Ich stehe auch relativ gut dafür. Mein Sichtbereich geht bis an die Map-Rand rüber. Ich habe den wichtigen Teil der Einzahllinie abgedeckt und zwar, Moment, noch ein Stück, den Bereich hinter dem Felsen, weil da immer irgendwas hochkommt. Und da haben wir es auch schon. Panzer 4D. Erster Kill. Ein Covenanter. Ich krieg die gar nicht hoch. Fahr mal irgendwo hin, wo ich dich besser treffen kann. Ja, bleib stehen. Und. Zweiter Kill. Ja, hier hatte ich denselben Smiley im Gesicht wie der gutste Herr im Chat. Guck mal, ob wir den Chat aktivieren können. Das war der Stuart. Okay. Ich wollte bloß mal gucken, ob das jetzt mir gegolten hat, rein zufälligerweise wegen dem One-Shot. Ja. Weiter geht's. Moment. Das aus. So, und weiter geht's.
Jo, drei Schuss schon verbraten. Ein umsonst. Der ging leider in die Pampa. So, mal zwischendurch gucken, ob da noch irgendwas aufgeht. Eigentlich müsste ich es ja sehen. Ich habe ja, meine Sichtweite ist ja so hoch genug. Ich sehe das ja, wenn da was kommt. Trotzdem drehe ich mich immer ganz nervös darüber. Ob da nicht vielleicht doch irgendwas auftaucht. Und selbst wenn, Mann, da ist ein Covenanter. Jetzt im Nachhinein natürlich, ne? Da steht ein Covenanter, der würde das aufdecken. Er würde das bekämpfen. Busch umgefallen. Ach, war einer von uns. Okay. Und dementsprechend ist das doch kein Problem da. Ich habe dann auch dementsprechend wegen M5 und Covenant da mal kurz weggedreht, um da auch nicht reinzufuschen, wenn die da irgendwas aufdecken sollten. Beziehungsweise bin ich ja sowieso safe von der Seite aufgrund der Teamkollegen. Muss man auch wirklich immer im Hinterkopf behalten, selbst wenn es ein random Gefecht ist. Man kann sich... Mist. Wieder vergessen, dass die Kugeln so sehr lange fliegen. Ah. Der hat nämlich auch die Hauwitze drauf, glaube ich. Ne, die erste. Ein Crit, okay, reicht. Gekettet und tot. So. 738 Schaden, im Schnitt 246 Schaden rausgehauen. Die Hauwitzer macht Spaß, muss man sagen. Man darf aber mit dem Ding dann echt wirklich nicht so spielen, wie ich sonst meine TDs oder alle meine Panzerspieler eigentlich. Man darf nicht nach vorne gehen. Ich weiß nicht, ob ich aufgegangen bin, anscheinend nicht, ansonsten hätte ich der T-82 bestimmt bemerkt. Aber so ist er tot. Wie gesagt, also mit dem Geschütz nach vorne preschen. Und ich sag jetzt mal Dogfight, also innerhalb von, ich sag mal 50 bis 100 Metern, maximal 100 Metern, mit einem anderen Panzer gehen, schon gar nicht mit großen, sollte man nicht machen, also nicht mit dem Geschütz, nicht mit der Hauwitzer, das bringt überhaupt nichts, dafür ist die Schussfolge einfach zu gering. Ah, verdammt, das Haus kriege ich nicht kaputt. Aber sie haben die Stadt aufgeräumt, sie rollen langsam hoch. Auf der Flanke sieht es nicht so schön aus. Wir haben zwar 9 zu 8 in Führung. Das war jetzt einfach nur mal... Vielleicht hat man ja Glück, ne? Aufgrund des Flugbogens, vielleicht trifft man ja irgendwas, aber... Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo der Schuss hingegangen ist. Ich würde fast behaupten, ich bin irgendwo vor ihm eingeschlagen. Schade eigentlich. So, da ist ein T-28. Der ging mal gründlich daneben. Ich war wieder zu nervös. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Halt, still. Ah. Jawohl. Vierter Kill. Wir sind bei 4 Kills. 1182 ausgeteilten Schaden. Also damit schon mal vom Schaden-Output her höher als im ersten Teil. Und beim selben Anzahl von Kills. Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Mein Puls inzwischen bei, sagen wir, 110. Aber leicht nervös. So, Vortasten zum nächsten Busch. Immer in der Hoffnung, nicht gesehen worden zu sein oder aufgedeckt zu sein. Die Arti hat sich langsam erledigt, deshalb hat unser Steward gesorgt. Der war falsch. Der ging daneben. Komm, halt still. Der interessiert sich auch gerade eindeutig nicht für uns, also sind wir wohl noch nicht offen. Jetzt haben wir der Mathilde einen reingewirkt. Der Turm dreht sich nicht. Unser paar Tanks, die noch da hinten stehen, was ist das gerade? Auch eine Mathilde, hat tierisch Probleme. Weil sie hat gerade zwei Tanks gegen sich, zwei Mathildas. Und da zieht unser Panzer eindeutig den kürzeren. Und komm, wir versuchen es einfach. Jawohl! Das fünfter Kill, 1405 Schaden. Ich habe ein Grinsen gerade im Gesicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also zumindest live beim Spielen hatte ich ein Grinsen im Gesicht. Mein Puls inzwischen bei 120. Und dann ging mir nur noch eins auf. Wir sind... Ja, 2 gegen 3. Also einer in Unterzahl und da steht noch eine Mathilda mit recht hohen Lebenspunkten. Und in Tinten aktuell 2 Tanks bei uns im Cap. Also noch nicht im Cap, aber stehen direkt daneben. Keiner kann sie aufhalten. Dann etwas spät geschalten, dass der Steward da rein selbstmörderisch auf die Mathilda zuheizt. Irgendwie keinen Schaden an sie einrichten kann oder nicht bekommt. Komm, zielen. Crit reingewirkt, interessiert sich nicht für uns und da ist der Steward weg. So, die Mathilda dreht sich, glaube ich, nicht zu uns, selbst wenn, egal, sie ist weg. Und jetzt steht's 6 Kills, 1590 Schadensoutput und ich bin der letzte Überlebende. Oh
Last Man Standing, hol's bei 180. Jetzt kribbelt's mir sogar jetzt schon wieder in den Finger, obwohl ich genau weiß, wie das Spiel ausgeht. Ich bekomme dann noch einen Good Job von der Mathilda serviert. An der Stelle nochmal ein Danke. Ich kam zu dem Zeitpunkt auf nichts zum Tippen. Und jetzt die große Frage, wo stehen sie? Wie stehen sie? Gucken sie zu mir, sehen sie mich, bin ich offen. Und ruhige Hand, habe ich die. Yes! Cap zurückgesetzt, 14-14. Steht 1 gegen 1. Ich weiß nur noch nicht, wo er ist. So, hundertprozentig, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat er mich gesucht. Er wusste, hier steht noch irgendwo ein verdammter T40 rum. Er hat mich gesucht und hat mich gefunden. Da ist er nämlich. Mach mir meine Kette kaputt. Reparieren, zu lange gedauert. Nochmal der Kette Schaden gekriegt. Mega nervös, rein, rauszoomen, wackeln. Nicht wissen. Jetzt wirkt alles zusammen. Zittrige Hände, 180er Puls. Hyper nervös. Das Gefühl, dass das ganze Team plötzlich einen im Nacken, also die paar Hansels, die noch übrig geblieben sind, einen im Nacken drinne hängen. Man weiß ja nicht, wie viele gucken sich das Spiel noch zu Ende, wenn sie gekillt worden sind. Ich mache das seltenst eigentlich nur noch. Und bin jetzt drauf und dran dem hinterher, weil der fährt jetzt da runter Richtung Hafen. Und mein erstes Denken war, komm, hinterher, hinterher. Und dann, nein. Das Katz-und-Maus-Spiel spielst du nicht mit. Nein, willst du nicht, machst du nicht. Du lässt dich nicht auf sein Spiel ein, du lässt dich nicht sein Spiel aufzwingen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir haben noch knapp 6,5 Minuten Gameplay. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er will sich irgendwo safen und hoffen, dass die Zeit abläuft und das Ganze geht auf ein Draw hinaus. Oder er kommt zu mir. Und das ist das, was ich gerade provozieren will. Ich will, dass er zu mir kommt. Er muss in meinen Cap reinfahren. Er muss zu mir kommen. Und im Bestfall hat er gerade noch in Gedanken, dass ich ihm hinterherhetze, weil das Letzte ist, bevor er zugegangen ist. Und wenn der zugegangen ist, bin auch ich zugegangen für ihn. Das Letzte, was er gesehen hat, ist, dass ich ihm hinterher bin. Jetzt im Nachhinein betrachtet, fällt es mir erst auf. Ne? Also jetzt im Spiel selbst war nur, nein, ich will nicht sein Spiel spielen. Ich will mein Spiel spielen, also kommt er gefälligst zu mir. Jetzt sehen wir gerade, okay, mindestens der Crusader 4 ist noch wach und ist noch aktiv im Spiel. Pinkt hier gerade fleißig fröhlich vor sich hin, weil er glaubt, dass der Steward natürlich unten über die G-Linie und über die... Ich mache mal kurz Pause. Dass der Steward in die Stadt rein und wahrscheinlich den Bogen hier fährt, um hier hochzukommen. Also so hinter dem Hügel, dass ich ihn hier nicht mehr sehe. Von da aus, ich kann bis hier gucken. Also der wird wahrscheinlich hier irgendwo hochfahren. Aber selbst wenn, ich würde ihn ja hier sehen, ne? Der fährt irgendwo hier hin, dass der hier hinkommt und mich von da wegraucht. Ich mach mal wieder an. Aber mein Gedanke war, nein, verlass dich auf dein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, dass der die 8er, 9er Linie hochfährt. Der wird die 8er, 9er Linie hochfahren und der wird versuchen zu cappen. Er hat hundertprozentig noch im Kopf, dass ich hinter ihm her bin. Und er wird versuchen zu cappen und mich dadurch zu locken. Also er will mich, versucht jetzt in den Cap reinzukommen, war mein Gedanke. Und er will dadurch versuchen, mich unter Druck zu setzen, dass ich wieder umdrehe zu ihm hin. Und er kann mich dann rauspicken, sobald er mich sieht. Ne? Also er versucht jetzt genau das gleiche, was ich mache. Er will hundertprozentig diese Position oder den Busch hinten bei dem zerstörten Panzerwrack einnehmen, um das Cap zu beobachten und um mich da reinzulocken. Und trotzdem, ich bin hier hyper nervös, ich gucke hin und her, ne, von wo kommt er, ist er, fährt er vielleicht direkt doch wieder gerade zurück. Oh, ich bin am Zittern. 1841 Schaden, 7 Kills, mein aktueller Rekord liegt bei 6. Ich habe 7 Kills und da kommt der Bastard. Er verschießt, ich ziele, yes. 1956 Schaden reingebrummt, 8 Kills, mein absolutes aktuelles Favorite, also ein Rekord. Besser habe ich bisher noch kein Spiel abgeschnitten, noch kein Spiel im Last Man Standing überlebt, noch gar keins und noch keins so geil zu Ende gebracht. So, jetzt könnt ihr Kommentare und Daumen da lassen, ob Clan-Mitglieder, Zuschauer oder der nette User von WOT, der immer da gerne mal seinen Kommentar da lässt. Viel Spaß, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder mit einen weiteren Replay. Also bis dann, ciao.